Hallo zusammen. Wer in Dallas, Texas bei der Global Rally war, war bei einer geschichtsträchtigen Ankündigung dabei. Wir haben unsere neuen Getränke Aloe Vera Gel, Aloe Berry Nectar und Aloe Peaches gelauncht. Bitte denkt daran, dass diese Produkte ohne Konservierungsstoffe sind. Die Verpackung ist recycelbar und die Getränke enthalten mehr Nährwerte als vorher. Besonders unser Aloe Vera Gel sticht heraus, denn es beinhaltet jetzt 99,7% reines Gel. Wir sind total begeistert. Auf jeden Fall möchten wir euch zusammen mit diesen Neuerungen ein paar Tipps mitgeben, damit ihr das absolut Beste aus eurem Aloe Vera Gel herausholt. Als allererstes denkt daran, nicht aus dem Tetrapack zu trinken. Füllt das Gel bitte in ein Glas und trinkt aus diesem. Wenn wir den Getränkekarton mit den Lippen berühren, dringen Bakterien ein, die das Produkt, das keine Konservierungsstoffe enthält, schneller verderben lassen könnte, als uns lieb ist. Einmal geöffnet, denkt daran, es kühl zu stellen. Da das Gel keine Konservierungsstoffe enthält, neigt es dazu, viel schneller zu verderben, wenn es nicht gekühlt wird. Denkt daran, wenn ihr die Packung in den Kühlschrank stellt, sie aufrecht hinzustellen. Falls das nicht geht, dann legt sie auf die Seite mit dem Ausgießer nach oben. Das hilft auch dabei, die Haltbarkeit des Produkts zu verbessern. Hebt die Packung nicht am Ausgießer hoch, das könnte diesen beschädigen, sodass Bakterien oder Fremdkörper in das Getränk selbst eindringen könnten. Denkt auch daran, die Verpackung nicht in den normalen Müll zu werfen. Sie ist recycelbar und wir wollen ja, dass sie recycelt wird und dass wir unseren Beitrag leisten, unsere Mutter Natur zu erhalten. Und schließlich, wahrscheinlich der wichtigste Tipp ist, behaltet es nicht für euch, trinkt es ruhig selbst, aber denkt daran, es mit den Leuten um euch herum zu teilen. Wir alle lieben unser Aloe Vera Gel und kennen seine Vorzüge, also teilt, teilt, teilt.